In unserem allerersten Video haben wir im letzten Beispiel einen Satz kennengelernt, der keine Aussage ist, weil er eine freie Variable enthält. Und ich hatte Ihnen versprochen, dass wir darüber nochmal reden werden. Und jetzt ist der Zeitpunkt tatsächlich gekommen. Wir reden jetzt über die Prädikatenlogik. Ja, das Problem bisher ist, wir können mit Aussagenlogik noch nicht alles ausdrücken, was wir wollen. Und nun kommt die Abhilfe. Dazu folgende Definition. Und zwar definieren wir, was ist ein Prädikat? Und ein Prädikat ist dabei zunächst mal ein Satz. Gut, das kennen wir. Das Besondere ist jetzt aber, dass er von freien Variablen abhängt. Aber wenn wir diese freien Variablen alle belegen, dann wird er eine Aussage. Dazu müssen wir uns ganz dringend ein Beispiel anschauen. Wie gesagt, Sie können auch nochmal zum ersten Video zurückspringen, da haben Sie auch ein Beispiel schon gegeben. Wir schauen uns mal ein einstelliges Prädikat an. Ja, weil das ganze Prädikat heißt, wollen wir das P nennen und die frei vorkommende Variable soll mal X heißen. Ich schreibe das wie zuvor durch Anführungszeichen auf. Und zwar soll dieses Prädikat P von X, soll der Satz sein, X ist eine reelle Zahl. Ja, wie Sie aus der Schule das kennen. Und X Quadrat soll 2 sein. Ja, in der Schule haben Sie hierfür dann auch geschrieben, x ist eine reelle Zahl, x Element R. Über diese Schreibweise werden wir angekündigt im nächsten Kapitel reden. Aber da Sie es aus der Schule kennen, will ich es an dieser Stelle schon verwenden. Ja, dieses x, das hier vorkommt, das ist die freie Variable. Gut, der Name der Variable ist dabei völlig unerheblich. Natürlich gibt es gewisse Konventionen, die der Verständlichkeit dienen, aber anstelle von x hätten wir das Ganze auch Smiley nennen können. Das müssen wir dann nur durchziehen. Naja, aber wie gesagt, manche Konventionen sind sinnvoll und deshalb wollen wir bei x bleiben. Ja, wenn wir jetzt dieses x, wie oben in der Definition, mit einer Zahl belegen, also zum Beispiel folgendes schreiben würden. Ich belege jetzt mal x mit der Zahl 3. Dann würde dran stehen, 3 ist eine reelle Zahl. Okay. Und 3 Quadrat ist gleich 2. Und tatsächlich, ja, dieser Satz hier ist dann eine Aussage. Aber es ist eine falsche Aussage, aber das ist natürlich völlig okay. Was man jetzt machen kann, wie bei der Aussagenlogik zuvor, ist, dass man Prädikate mit den logischen Junktoren wieder zu neuen Prädikaten zusammenbauen kann. Also wenn ich zwei Prädikate P und Q habe, dann kann ich sowas basteln wie P von X soll gelten und Q von, da kann auch eine andere Variable vorkommen, y. Zum Beispiel hätten wir oben definieren können, dass p von x das Prädikat ist, x ist eine reelle Zahl. Und wir hätten sagen können, dass q von y die Aussage ist, y² gleich 2. Und das obige hätten wir dann schreiben können als p von x und q von x. Dann hätten wir das Gleiche. Ja. Und so können wir eben größere Konstruktionen machen und wir erhalten prädikatenlogische Formeln. Um das Ganze jetzt allerdings noch eine Stufe mächtiger zu machen, bekommen wir noch zwei Sondersymbole. Das sind Quantoren, und zwar einmal den Allquantor und einmal den Existenzquantor. Der Allquantor, der ist dieses umgedrehte A für alle. Und kann man sich's merken? Und der Existenzquantor, dieses umgedrehte E, kann man sich auch merken. E für Existenz. Und
ja, wir wollen das lesen, dieses umgedrehte R als für alle. Und dieses umgedrehte E als es existiert. Und wie wird das Ganze dann verwendet? Es wird zusammen mit einem Variablen-Symbol vor eine prädikatenlogische Formel geschrieben. Und durch diesen Quantor wird dann ein freies Variablen-Vorkommen, das nennt man dann gebunden. Und eine prädikatenlogische Formel ohne ein ungebundenes freies Variablen-Vorkommen heißt dann prädikatenlogische Aussage. Schauen wir uns dazu Beispiele an. Beispiel A. Und zwar schauen wir an diese prädikatenlogische Aussage. Es existiert ein X. Und dann schreiben wir einen Doppelpunkt. Das lesen wir dann als es gilt oder mit der Eigenschaft das. Und man muss den nicht unbedingt schreiben, aber er spart Klammern. Weil wir schreiben jetzt einfach weiter. Also es existiert ein X mit der Eigenschaft, dass X eine reelle Zahl ist und x² gleich 2 ist. Ja, wir haben hier zwei Prädikate über und miteinander verknüpft. Und das, was jetzt dran steht, ist eben eine prädikatenlogische Aussage. Und zwar dafür, dass es eine reelle Zahl gibt, welche eine Quadratwurzel von 2 ist. Ja, und wir wissen, dass es sich dabei um eine wahre Aussage handelt. Diese Zahl x, von der wir hier reden, das ist einfach die Wurzel aus 2. Oder Minuswurzel 2. Man könnte das Ganze sogar noch weiter zergliedern und dieses Gleichheitszeichen hier als zweistelliges Prädikat interpretieren. Also wir könnten hier das Prädikat g für Gleichheit einführen und das würde übergeben bekommen x² und die 2. Und das würde eben bedeuten, dass x² gleich 2 ist. Und genauso könnten wir das vorne machen, dass x eine reelle Zahl ist. Da könnten wir ein einstelliges Prädikat dafür verwenden. Aber das ist an dieser Stelle etwas Overkill. Das denken wir uns einfach mal weg. Und wir schauen uns lieber ein nächstes Beispiel an. Beispiel B. Dafür führe ich ein t von x. Was soll t von x bedeuten? Das soll bedeuten, x ist ein Topf. D von x soll bedeuten, x ist ein Deckel. Und das Prädikat p, a, b, das ist also zweistellig, soll bedeuten, a passt auf b. Und jetzt schauen wir uns Folgendes an. Für alle y gilt Folgendes. T von y impliziert, es existiert ein x mit der Eigenschaft d von x und p von x, y. Jetzt muss man nur die Klammern wieder zumachen. So, dann sind wir fertig. Ich würde Ihnen empfehlen, halten Sie das Video ruhig mal ein paar Minuten an. Schauen Sie sich diese prädikatenlogische Aussage an und versuchen die mal in Deutsch zu übersetzen. Wenn Sie sich hoffentlich kurz Gedanken gemacht haben, hier die Lösung. Was steht hier? Für alle Elemente y gilt Folgendes. Wenn y ein Topf ist, das steht hier, dann muss auch ein x existieren, sodass dieses x ein Deckel ist und dieses x auf den Topf y passt. Etwas kürzer würde man einfach sagen, das berühmte Sprichwort, für jeden Topf gibt es einen passenden Deckel. Das steht hier als prädikatenlogische Aussage. Weil es so schön ist, ein drittes Beispiel. Beispiel C. Und jetzt verwende ich eine etwas abkürzende Schreibweise, bei der ich angebe Folgendes. Also für alle x
aus den reellen Zahlen. Also ich gebe direkt an, dass wir nur x aus den reellen Zahlen, also reelle x, betrachten wollen. Das ist etwas kürzer aufgeschrieben, das ist ganz üblich. Gut, wie geht's weiter? Für alle solche x existiert ein n aus den natürlichen Zahlen, also eine natürliche Zahl n, so das gilt, n ist größer als x. Also auf gut Deutsch steht hier, dass es für jede reelle Zahl eine größere natürliche Zahl gibt. Dabei handelt es sich auch um eine wahre Aussage, denn man kann ja einfach zur nächstgrößeren natürlichen Zahl aufrunden. In der Analysis-Vorlesung werden Sie dieser Aussage vermutlich wieder begegnen als das archimedische Axiom bzw. eine Folgerung daraus. Ganz wichtig wird Folgendes später werden, vor allem wenn wir beweisen wollen. Wie negiert man nun eine prädikatenlogische Aussage? Und zwar soll Folgendes gelten. Wenn wir die prädikatenlogische Aussage haben für alle x, gilt, und dann kommt eine prädikatenlogische Formel, nennen wir sie mal Phi von x. Und wir wollen das Ganze jetzt negieren. Naja, wie machen wir das dann? Das gilt genau dann, wenn ein x existiert, sodass nicht Phi von x gilt. Mal ein recht anschauliches Beispiel. Was wäre die Negation von alle Katzen sind grau? Ja, nicht irgend sowas wie alle Katzen sind weiß oder sowas, sondern es existiert eine Katze, die nicht grau ist. Wir können auch schreiben, es gibt eine Katze, die nicht grau ist. Ja, was am Anfang vielleicht verwirrend ist, ist dieses Wörtchen eine hier. In der Mathematik meinen wir damit mindestens eine. Also da kann es ruhig zwei oder drei Katzen geben, die nicht grau sind. Das heißt, um nachzuweisen, dass nicht alle Katzen grau sind, müssen wir ein Gegenbeispiel angeben. Das heißt, zum Beispiel ein Foto von einer Katze vorzeigen, die nicht grau ist. Dann wäre das Ganze bewiesen. Und wo wir schon dabei sind, über Beweistechniken zu reden, wie würden wir eine mit dem Alquantor quantifizierte prädikatenlogische Aussage, also so etwas wie für alle x aus einer Menge m gilt Phi von x, zeigen? Und das macht man in der Regel, indem man wie folgt vorgeht. Man beginnt, sei x aus m beliebig aber fest, wobei man diesen Satzteil aber fest später auch gerne weglässt, aber am Anfang hilft er vielleicht für das Verständnis. Und dann zeigt man die Gültigkeit von Phi von x für dieses feste x. Ja, man spricht dann auch von einer Generalisierung. Aber das ist natürlich viel einfacher, als eine Aussage für alle möglichen Elemente zu zeigen. Man nimmt sich ein beliebiges Element vor und wenn der Beweis für dieses beliebige Element klappt, dann muss er natürlich für alle Elemente funktionieren. Entsprechend kann man so eine Aussage, es existiert ein x aus m, sodass Phi von x gilt, wie folgt zeigen, gebe ein x-Element m an, für das Phi von x wahr ist. Das ist also, wie vorher besprochen, quasi das Foto der Katze. Ich muss nur ein Foto von einer Katze vorzeigen, die nicht grau ist, dann ist alles geschehen. Ganz zum Abschluss noch ein Beispiel, das diese Bemerkung in Aktion zeigt. Was wir machen wollen ist, wir hatten vorher in den Beispielen
folgende Aussage kennengelernt. Für alle x aus den reellen Zahlen existiert eine natürliche Zahl n, haben wir sie genannt, so das gilt, diese natürliche Zahl ist größer als x. Jetzt wollen wir das Ganze mal zum Spaß negieren. Wie machen wir das? Ja, oben steht's. Wir ändern den Für-All-Quantor um in einen Existenzquantor und negieren den Rest der Aussage. Das heißt, wir müssen hier schrittweise vorgehen. Also, aus dem All-Quantor wird ein Existenzquantor. Soweit so gut. Und dann muss der Rest der Aussage, also dieser ganze Rattenschwanz hier, noch negiert werden. Okay, das können wir aber machen, indem wir erneut diese Regel hier anwenden, von oben. Also, beziehungsweise die symmetrische Regel, die würde dann aussehen wie folgt. Nicht, es existiert ein x, phi von x, genau dann, wenn für alle x gilt, nicht phi von x. Und damit machen wir jetzt an der Stelle weiter. Also das Ganze gilt genau dann, wenn den Anfang schreiben wir ab und hier diesen Existenzquantor wandeln wir um in einen Für-All-Quantor. Und dann müssen wir noch den Rest der Aussage negieren, also nicht n ist größer als x. Gut, was ist hiervon die Negation, das Gegenteil? Wenn n nicht größer als x ist, dann ist es kleiner oder gleich x. Und das ist dann die Negation der Aussage, dass es eine reelle Zahl gibt, sodass egal was für eine natürliche Zahl ich wähle, alle natürlichen Zahlen kleiner sind als x. Das ist natürlich falsch. Ja, also auf dem Zahlenstrahl angeschaut, würde das Folgendes bedeuten, ich habe irgendwann diese Zahl x, das ist quasi eine obere Schranke für meine natürlichen Zahlen, weil die alle drunter liegen und hier wäre irgendwo die letzte natürliche Zahl. Das ist aber Quatsch. Ja, und das ist dann, wie man prädikatenlogische Aussagen negiert. Und damit haben wir alle Werkzeuge zusammen, um ins nächste Kapitel gemeinsam durchzustarten.